Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. Mir fällt gerade auf, dass ich den Controller nicht kalibriert habe. Ich hoffe, das wird so passen. In der letzten Folge sind wir dieser seltsamen Gestalt durch die Schule bis hin in die Statue der Göttin gefolgt. Und dann wollen wir mal sehen, wo uns diese Gestalt hinführen wollte. Ich habe dich erwartet, dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer fremden Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Link. Woher kennst du meinen Namen? Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, wundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Außerdem sage ich dir jetzt die drei Worte, die jeden Mann glücklich machen. Ich hab Bier. Diese heilige Maid, Zelda und ich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Fast Title Drop. Weil das Schwert himmelwärts strecken und im Englischen wäre himmelwärts halt Skywards. Skyward Sword. Ihr seht, was ich meine. Und hoch! Ah, ich muss es oben halten. Ups! Das hat diese ganze Szene wesentlich unepischer gemacht, als sie eigentlich wäre. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. So ist es gut. Gebieter. Mein Gebieter. Link. Kann es denn sein, dass du es bist, Link? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht von Generation zu Generation. Außerdem ist irgendwann einfach die Tür verschwunden. Und wir wussten nicht mehr, wie man reinkommt. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Wie bist du ohne Tür hier reingekommen? Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt, ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten.
In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland... Ah, nein, das sagt Zelda. Ups, stimmt. Flashback. Sorry. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest auserwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. So. Dann ziehen wir einmal das Schwert. Und schwing! Aktivieren wir das Wappen. Ding, 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 ding. Und platzieren die Smaragdtafel. Es ist ein gigantisches Puzzle. Ich stehe auf Puzzle. Und so, Kinder, entstehen Sternschnuppen. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin sonst stets an deiner Seite. Drücke nach unten, um mich zu rufen. Link, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Link. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorhergesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Link. Ich werde das schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Link. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Link. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut ausgerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Möchtest du das Spiel speichern? Aber sicher will ich das Spiel speichern. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Link. Du siehst aus wie der Protagonist aus diesem einen Videospiel. The Legend of Zelda. Nach dem habe ich meine Tochter benannt. Hoho, pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bitte dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Das schaffen wir. Das sollten wir hinbekommen. So, jetzt sind wahrscheinlich keine Rubine. Da sind wieder Rubine drin. Geil, geil, geil. Uiuiui, da wird mein Geldbeutel ja richtig voll.
ihr müsst das nächste Mal oder spult mal kurz zurück und achtet mal darauf, was da alles drin ist in dem Schrank von Link. Das ist super lustig. Link! Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde sowas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. 4 Stück. Damit können wir 4 Items tragen. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items, das habe ich gerade eben gesagt. Wenn du möchtest, kannst du im Basar ein paar Items kaufen, die kannst du dann in der Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Link, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. So, was hast du denn zu sagen? Weh, du bist als einziger mit guten Noten belohnt worden. Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer heraus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz alleine. Das ist ja wohl die Definition von Resting Bitch Face. Nein, 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 ich will nicht mehr mit dir reden. Lass mich bitte gehen. Danke. So, dann würde ich sagen, treffen wir. Wobei, ich habe noch mindestens eine Quest, die wir hier schon machen können. Upsa, ich wollte eigentlich da hoch. Hallo, Link. Festhalten. Danke. Nice. Ich muss gucken, ob ich sie jetzt direkt finde. Aber jetzt kommt nämlich auch der Punkt, wo ich die Folgen aufwendiger vor- und nachbereiten muss. Gebieter, diese Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung. Die ist direkt hinter dir, Fei. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein, ich empfehle dir im örtlichen Basar ein Schild oder ein Herz. Das war mein Plan. Ich habe noch eine weitere Information für dich, Gebieter. Solltest du das Gefühl haben, die Steuerung gut zu beherrschen, kannst du danke endlich die Hilfsanzeige ausschalten. Öffne dein Inventar, bla bla blub, das weiß ich. Laber mich nicht voll. Gut, wir ziehen... Das war nicht mein Inventar tatsächlich. Das ist auch nicht mein Inventar. Das ist mein Inventar. Und hier können wir die... Hilfsanzeige ausmachen. Ich kalibriere mal ganz kurz, wenn ich eh schon im Menü bin, dann sollte das euch auch nicht stören, wenn ich ganz kurz meine Wiimote nochmal kalibriere. Hallo? So, da ist mir irgendwie meine Sensorbar abgerauscht. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade alles nochmal neu gestartet, jetzt funktioniert's wieder. Ja, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Kann ich die Quest hier noch nicht machen? Ich hätte schwören können, ich kann die Quest hier... Hier ist eine Quest. Ha. Dann kann ich die wohl noch nicht machen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, jetzt kommt die Zeit wieder mit großer Vorbereitung und Nachbereitung. Ich werde euch im Wolkenmeer recht viele Wege von A nach B vermutlich wegschneiden, um euch das abzukürzen. Oder war die Quest da unten? Nee. Um euch das abzukürzen, weil das... immer dasselbe ist. Und ich werde viel vorbereiten, um wenig rumzufailen. Ich finde übrigens, ja, das ist jetzt das Bild, das ihr habt mit ausgeschalteter Hilfsleiste. Ich finde das wesentlich schöner. Also, wesentlich schöner, weil ihr da jetzt nicht die Wiimote die ganze... Oh, voll vorbei. Ich wollte eigentlich an den Baum rollen. Da an der Seite habt. Es war ein netter Versuch, Link, aber leider irgendwie kriege ich es gerade nicht hin, in den Baum zu rollen. Okay, der Baum gibt uns auch nichts. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir erstmal im Basar ein bisschen einkaufen. Dann hoffe ich, dass die Folge euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.